Von Politik, Medien und in öffentlichen Diskussionen hören wir ständig, wie man Mädchen und junge Frauen stärken und fördern soll, um sie auf Erfolg im Erwachsenenleben vorzubereiten. Der Fokus von Gesellschaft und Politik liegt auf der Förderung des weiblichen Geschlechts. Aber was ist eigentlich mit den Jungen und den jungen Männern? Studien und Statistiken deuten stark darauf hin, dass sie es eigentlich wären, die Förderung viel dringender nötig hätten. Experten sprechen sogar von einer jungen Krise, also der international wachsenden Benachteiligung des männlichen Geschlechts in Schule und Ausbildung. Ja, und weil ich ja immer gerne die andere Seite anschaue, widmen wir uns heute den Nachteilen der Jungs und einige werden euch verblüffen. Herzlich willkommen zur Tamara Show, präsentiert vom Nebelspalter. Ja, es ist seit etwa 30 Jahren Trend, dass Mädchen Jungen in praktisch jeder Bildungsstufe übertreffen. Vielleicht habt ihr ja selbst Kinder oder vielleicht kennt ihr das sogar noch aus eurer Erfahrung damals von der Schulzeit. Jedenfalls sind viele Eltern mit Söhnen besorgt. In Zahlen: Mädchen machen deutlich häufiger als Jungen einen gymnasialen Bildungsgang. Im Schuljahr 2017/18 lernten 38,7% aller Neuntklässlerinnen an einem Gymnasium, aber nur 32,2% aller Neuntklässler. Die Quellen habe ich euch wie immer in der Beschreibung verlinkt. Mädchen machen deutlich häufiger ihr Abi. Im Abgangsjahr 2019 erlangten in Deutschland 182.652 Schülerinnen die Hochschulreife gegenüber nur 149.505 Schülern. Auch in der Schweiz überholt die Maturitätsquote der Mädchen die der Jungen. Statistiken hier vom Landesamt Baden-Württemberg zeigen auch, dass Jungen nicht nur weniger an Gymnasien, sondern auch mehr an den Sonderschulen vertreten sind. Jungen verfehlen das Klassenziel häufiger als Mädchen. Mädchen erzielen durchschnittlich höherwertigere Abschlüsse als Jungen. Laut SWR 2 Wissen zeigen Untersuchungen, dass rund 3/5 der Kinder, die ein Jahr später eingeschult werden, jung sind. 11 von 100 Mädchen werden vorzeitig eingeschult, aber nur 7 von 100 Jungs. Auch bei den Kindern, die eine Klasse wiederholen, ist die Quote an Jungs bereits in der Grundschule höher. Mehr Schüler als Schülerinnen werden nicht versetzt. Jungs sind inzwischen im Bildungssystem tatsächlich benachteiligt, sagt Birgit Steiner, Rektorin und Autorin des Buches Artgerechte Haltung – Es ist Zeit für eine jungengerechte Erziehung. Die PISA-Studie von 2018 ergab, dass Mädchen signifikant besser in Lesekompetenz sind als Jungen. Auf den obersten Kompetenzstufen in Mathematik ist der Anteil der Jungen mit 15% zwar signifikant höher als der Anteil der Mädchen mit 11%, aber der Leistungsvorsprung der Jungen ist insgesamt im Vergleich zu PISA 2015 zurückgegangen, was auf einen signifikanten Rückgang der mittleren mathematischen Kompetenz der Jungen im Vergleich zu 2012 bei weitgehend gleichbleibender Kompetenz der Mädchen zurückzuführen ist. In den Naturwissenschaften unterscheiden sich Mädchen und Jungen zwar nicht, aber im Vergleich zu PISA 2015 weisen Jungen eine bedeutende Kompetenzabnahme auf. Besonders im unteren Kompetenzbereich steigt ihr Anteil signifikant. Damit befinden sich bei PISA 2018 nun signifikant mehr Jungen auf den unteren Kompetenzstufen als Mädchen. Der Frauenanteil an Hochschulen hat stetig zugenommen. 2019 haben mehr Frauen ein Studium begonnen als Männer und es auch häufiger absolviert. Auch in der Schweiz stieg der Frauenanteil an Hochschulen. Aktuell liegt der Frauenanteil total bei 52%. Die amerikanische Philosophin Christina Hoff Sommers untersuchte bereits 2010 in ihrem Buch The War Against Boys Ungleichheiten im Bildungssystem. Im Atlantic schrieb sie, dass Mädchen weit entfernt von schüchtern und demoralisiert seien. Sie hätten bessere Noten, höhere Bildungsziele, lesen mehr Bücher etc., während Jungen mehr von der Schule suspendiert werden und rausfliegen. Gleichzeitig, und das ist interessant, sei dem Jungen unangenehm bewusst, dass er als Teil des begünstigten und dominanten Geschlechts betrachtet wird. Sommers meint, Jungen müssen nicht von ihrer Männlichkeit gerettet werden, aber sie würden nicht die Hilfe erhalten, die sie brauchen. Tja, würde der sogenannte Gender Education Gap Mädchen und junge Frauen betreffen, würde man den feministischen und gesellschaftlichen Aufschrei bis zum Mond hören. So aber bleibt es, mein Eindruck, vergleichbar ruhig. Warum aber sind Jungs so viel schlechter in der Schule als Mädchen? Warum fallen sie bildungsmäßig immer mehr zurück und sind in unterklassigen Schulen übervertreten? Vor allem Schulschwierigkeiten oder Misserfolge nehmen sie eventuell ja mit ins Erwachsenenalter. Sie können sich nicht nur auf ihre
eigene Psyche oder ihr Leben auswirken, sondern gesamtgesellschaftlich. Es kann Arbeitslosigkeit oder sozialen Abstieg zur Folge haben. Ja, und es gibt, wie bei fast allen Themen, unterschiedliche Meinungen dazu. Der Schweizer Soziologieprofessor Walter Holstein, der die Geschlechterungleichheiten in seinem Buch «Was vom Manne übrig blieb» analysiert hat, schreibt, all diese Symptome lassen sich letztendlich auf die Ursache zurückzuführen, dass es für Jungen in den vergangenen Jahren immer mühsamer geworden ist, einen sinnvollen Weg zum Mannsein zu finden. Er spricht von widersprüchlichen Erwartungen an die Jungen heute und von fehlenden männlichen Vorbildern. Eine Befragung in England ergab, dass nur 5% der Jungen gerne in die Schule gingen. Laut Holstein liege das hauptsächlich daran, dass die Schule mit ihrer Verhaltensforderung von Ruhe, Anpassung, Einordnen, Disziplin von jeher eine weibliche Einrichtung gewesen sei, die den Bedürfnissen von Jungen nicht wirklich entsprechen würde. Ja, und wer sich diesem weiblichkeitsorientierten Kodex nicht fügt, der verliere. Und diese Entwicklung, die habe sich in den letzten Jahren noch verstärkt. Das Lehrpersonal ist in allen Erziehungsinstitutionen weitgehend weiblich. Ja, und diese weibliche Übermacht an Lehrkräften und Erziehungspersonen, die ist auch hier auf dieser Statistik ersichtlich. In Deutschland haben die Pädagogikwissenschaftler Diefenbach und Klein das Phänomen vertieft untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die schulischen Nachteile von Jungen desto größer sind, je höher der Anteil von Lehrerinnen in einer Schule ist. Weibliches Lehrpersonal ist von der eigenen weiblichen Sozialisation her kenntnismäßig auf Mädchen eingestellt. Lehrerinnen können sich aufgrund der bestehenden Rollengleichheit auch eher mit Mädchen identifizieren. Sie verstehen Mädchen besser als Jungen, das Benehmen und die Bedürfnisse von Mädchen sind ihnen vertraut. Ihre Erwartungen richten sich bewusst oder unbewusst auf die Fähigkeiten und Sensibilitäten von Mädchen. Bereits 2009 hat auch eine deutsche Geschlechterstudie auf dieses Ungleichgewicht hingewiesen. Beim Übergang auf das Gymnasium müssen Jungen eine deutlich höhere Leistung erbringen. Der Weg in die Berufsausbildung ist für Jungen erschwert, kritisierte damals der Präsident der Freien Universität Berlin. Auch in dieser Untersuchung wird bemängelt, dass Jungen in der Grundschule einer weiblichen Übermacht an Lehrkräften gegenüberstehen und von den Lehrerinnen häufig benachteiligt werden. Jungen kriegen in allen Fächern bei gleicher Kompetenz schlechtere Noten als Mädchen. Selbst wenn sie die gleichen Noten haben wie Mädchen, empfehlen die Lehrer ihnen seltener das Gymnasium. Ja, und was für Folgen diese weibliche Dominanz unter anderem haben kann, erzählte eine Mutter bei Welt. Ihr damals 6-Jähriger konnte nicht gut stillsitzen. Weil er unerlaubt an einem Turngerät herumgeklettert war, durfte er eine Woche nicht am Sportunterricht teilnehmen. Später hat sie ihn dann von der Schule genommen. Aber auch das ging in die Hose. Im Fach Deutsch mussten die Kinder Bienengeschichten lesen, im Kunstunterricht Schmetterlinge malen und beim Sport Schleiertänze aufführen. Erst an der nächsten Schule sei es dann besser geworden, denn die Klassenlehrerin hatte selbst Söhne und kannte sich besser mit ihrem Verhalten aus. Ja, und zur Lernmethode hinsichtlich der Geschlechter gibt es auch ein interessantes Experiment aus England. Kinder mussten einen Verständlichkeitstest machen. Sie bekamen 2 Ausschnitte zum Lesen. Der eine beschrieb eine Spinne, der andere war ein Text über die Gefühle eines Kindes, das vor Krieg fliehen musste. Die Jungen haben besser mit der Spinne abgeschnitten, die Mädchen mit dem Flüchtlingskind. Es sei nun mal eine Tatsache, dass Jungen weniger gefesselt sind von Geschichten über Emotionen oder Beziehungen. Ja, das kann für sie abtörnend sein, sie langweilen sich und die Konzentration, die schwindet dann auch. Ich denke, gleichzeitig ist es halt auch normal oder menschlich, dass Lehrer eher die Texte mit den Schülern lesen, die sie selbst für wichtig erachten oder die ihnen selbst gefallen. Es gibt übrigens viele solche Anekdoten von Eltern, die das alles mit einer bestimmten Besorgnis beobachten. In einem aktuellen Fall, und das haben mir befreundete Eltern erzählt, hat eine Rektorin an einer Primarschule aus dem Pausenplatz, wo Jungs immer Fußball gespielt haben und sich ausgetobt haben, eine Kommunikationszone gemacht. Sie meinte, das sei viel gesünder für die Buben, wenn sie sich, so wie die Mädchen, über ihre Probleme unterhalten. Ja, wenn ihr ähnliche Beispiele habt, dann schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Es ist aber nicht nur so, dass Frauen sich teilweise weniger gut mit dem Jungsverhalten auskennen. Laut einer britischen Studie nehmen männliche Lehrer auch eine wichtige Vorbildfunktion für Jungen ein. Eine Umfrage hat gezeigt, dass fast die Hälfte der Männer sagt, dass männliche Lehrer in der Schule ein fundamentales Rollenbild für sie gewesen sind. Über ein Drittel sagt, dass ein männlicher Primarlehrer sie animierte, härter in der Schule zu arbeiten. Die Befragten gaben an, dass männliche
Lehrer zugänglicher oder aufgeschlossener gewesen sind. Die Hälfte sei beim Mobbing eher auf einen männlichen Lehrer zugegangen, genauso bei Schulproblemen. Knapp 30% gingen zu ihnen wegen Problemen zu Hause oder hätten ihnen eher Fragen zur Pubertät gestellt. Ja, und das ist auch heute noch so, weil Männer ja nicht groß anders sind als vor 10 Jahren. Jungen haben ein anderes soziales Bildungsverhalten als Mädchen und eine große Sehnsucht nach männlichen Vorbildern. Ja, das bestätigen auch die Untersuchungen von Soziologie-Professor Holstein, mit dem ich für dieses Video auch persönlich über das Phänomen gesprochen habe und dem ich für seine Einschätzungen und Inputs sehr dankbar bin. Er erklärt, eine Frau sei für einen Jungen ein Stück weit ein Fremdkörper. Es habe einen ganz anderen Impact, wenn eine weibliche Lehrkraft ihm etwas sagt oder Anweisungen gibt als eine männliche. Sie können dann uninteressiert sein oder so tun zumindest oder sich zurückziehen, weil sie empfinden, dass man nicht auf ihre Bedürfnisse eingeht. Und es sei normal, dass da erstmal ein Widerstand ist. In einem FAZ-Artikel schreibt er auch, dass Jungs ständig an weibliche Verhaltensmuster und Grenzsetzungen stoßen. In ihrer Motorik und Renitenz drücken sie dann häufig ihren Widerstand gegen die Erziehungseinrichtung als weibliche Bastionen aus. Ja, natürlich muss man an der Stelle auch mal sagen, dass man nicht pauschal alle weiblichen Lehrkräfte kritisieren kann und die Beobachtungen natürlich nicht für alle Lehrerinnen zutreffen. Natürlich gibt es auch sehr viele, die sich um die Bedürfnisse von Jungen kümmern und sie auch kennen. Und ganz grundsätzlich, inwieweit Lehrerinnen Jungen benachteiligen, da gibt es sehr unterschiedliche Untersuchungen. Ich habe euch einige verlinkt. Ja, und generell kann man feststellen, dass weibliche Lehrpersonen ja nicht aus Bösartigkeit benachteiligen, sondern weil sie eben von den Bedürfnissen des anderen Geschlechts nicht so eine klare Vorstellung haben. Vor allem aber, und das ist wichtig, richtig agieren die Lehrpersonen ja auch nur innerhalb von Strukturen, für die sie nicht unbedingt was können. Ja, und diese Strukturen sind, so die große Anzahl der Untersuchungen, heute viel eher auf Mädchen ausgerichtet als auf Jungen. Das erklärt der renommierte Jugendpsychologe Professor Alan Guggenbühl so. Es gibt Kinder, die vom Kindergarten bis zur Oberstufe nie von einem Mann unterrichtet wurden. Guggenbühl hat schon 2006 in seinem Buch Kleine Machos in der Krise aufgezeigt, dass Jungen und Mädchen in der Schule in völlig verschiedenen Welten leben. Der Experte warnt damals wie heute, Buben sind die Bildungsverlierer des vergangenen Jahrzehnts. Viele Schulreformen hätten sich ganz nach Bedürfnissen der Mädchen gerichtet. Ja, die Schule lasse Buben heute nicht mehr Buben sein. Ihr angeboren jungenhaftes Verhalten sähe man als Problem und soziale Inkompetenz. Würden Mädchen so diskriminiert, gäbe es einen Aufschrei. Aufschrei, das haben wir auch schon. Also, wir haben nun diese Faktoren. Alleine schon durch ihre physische Energie leiten Jungen manchmal in der Schule. Sie sind unruhiger, auch unreifer, verspielter. Sie sind eher Spätentwickler. Gleichzeitig aber werden sie für ihre natürlichen Qualitäten nicht so geschätzt und gelobt wie die Mädchen, deren vergleichsweise ruhigeres und kooperativeres Verhalten viel besser ankommt beim Lehrpersonal. Drittens, sie sind in Kita und Schulen mit großer weiblicher Dominanz konfrontiert. Wenn Jungs in der Schule Schwierigkeiten haben, dann sind die Sozialarbeiterinnen, die Sozialpädagoginnen, die Schulpsychologinnen auch wieder in der großen Mehrheit Frauen. Ja, und sogar junge Männer, die sich heute mit dem Thema befassen, sind ja auch alles Feministen. Ja, und die Frage ist jetzt, wird der Energie und dem natürlichen Verhalten der Jungen im Bildungssystem genug Rechnung getragen? Wurde mehr Fokus gelegt auf Methoden, die sie besser oder motivierter lernen lassen? Ja, und wird das öffentlich überhaupt als großes soziales Problem registriert und anerkannt? So wie gefühlte oder tatsächliche Benachteiligung auf der anderen Seite, also bei den Frauen, registriert und anerkannt wird? Ich habe für dieses Video auch mit Professor Guggenbühl gesprochen. Als Therapeut hat er ja einen direkten Einblick in die Seelenwelt von Jungen, die ihm das ja dann alles auch erzählen. Er hat jahrelang mit Schulklassen und Jungen gearbeitet, er kennt die Situation im gesamten deutschsprachigen Raum. Und er sagt, es sei heute eher noch schlimmer als vor 5 oder 10 Jahren. Dabei könne man Jungs durchaus begeistern für die Schule. Es komme auf die richtige Pädagogik an. Buben lassen sich zum Beispiel viel mehr führen, wenn sie sich als Teil von einer Gruppe anschauen. Also wenn alle lernen, dann lernen sie auch, dann sind sie auch motiviert. Aber das wolle man heute nicht mehr so pflegen. Er sagt, ja, die heutige Art von Pädagogik entspricht vielen, aber vielen eben nicht.
Und er hält es für sehr problematisch, dass solche Aspekte wie ignoriert würden. Vieles müsse nicht sein, meint er. Ja, und das sei so ein Fleck, wo die Gesellschaft blind sei, was hier passiere und einfach wegschaue. Und das gelte übrigens für Deutschland und die Schweiz. Ja, und selbstverständlich gibt es auch Stimmen von Experten, die das alles ein bisschen anders sehen. Einen solchen Text habe ich euch verlinkt. Hier kommt man zum Fazit, dass die soziale Herkunft den Schulerfolg viel eher beeinflusst als das Geschlecht. Das sagt auch die renommierte Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm. Lediglich die Feminisierung der Schule anzuprangern, greife deshalb zu kurz. Sie hält es für wichtig, dass Jungen früh klargemacht werden sollte, dass schulkonformes Verhalten keine weibliche Tugend sei, von der sie sich abgrenzen müssten. Am besten können das männliche Vorbilder vermitteln. Ja, da haben wir sie wieder, die männlichen Vorbilder. Ja, und es steht ja auch außer Frage, man muss es immer von Fall zu Fall anschauen. Es gibt natürlich auch Jungs, die haben kein Problem mit dem Schulsystem. Und dann gibt es Mädchen, die haben große Mühe. Auch sind Jungs ja gewiss auch häufig selber schuld an ihren schlechten Schulleistungen. Es gilt ja als uncool, brav zu sein und gut mitzumachen. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, was ein Individuum selbst aus seinem Leben macht. Denn ein Abitur oder Hochschulabschluss zu besitzen, das garantiert ja noch lange keinen Erfolg im Leben oder im Berufsleben und sagt auch nicht wahnsinnig viel über seine wahren Begabungen aus. Ja, und eine große Rolle spielt auch das Elternhaus und die Erziehung zu Hause. Alles nur auf die Feminisierung der Schule zu schieben, das ist vielleicht wirklich zu einfach. Es ist wahrscheinlich eine Kombination von vielem. Ja, Fazit. Dieses Video soll nicht Geschlechter und ihre Problemzonen gegeneinander ausspielen. Ich bin weder Männerrechtlerin noch Feministin, sondern Gesellschaftsbeobachterin. Und in dieser Rolle sind mir eben all diese Punkte aufgefallen. Zu Recht wurde lange Zeit für die Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen gekämpft. Nur jetzt offenbart sich ein anderes, ungerechtes Ungleichgewicht in der Bildung zulasten der Jungen. Aber ihre Probleme stehen offensichtlich nicht im Fokus des öffentlichen Interesses, auch wenn diese schulischen Nachteile Folgen für ihr ganzes Leben haben können. Viele können unter diesen Umständen ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen oder sie werden zum Psychologen geschickt. Vielleicht verpassen sie später berufliche Chancen. Es kann sogar sozialen Abstieg bedeuten. Ja, und das Paradoxe daran ist, gleichzeitig wird uns vom Feminismus und von Teilen der Politik ständig erzählt, wie privilegiert das männliche Geschlecht in jedem Lebensbereich sei und das Männliche wird für alle sozialen und psychologischen Schäden verantwortlich gemacht. Ja, das Video, das soll eine kleine Anregung sein, dass Nachteile und Benachteiligungen nicht nur auf einer Seite stattfinden, dass Schule und Bildungspolitik auch ein System mehr fördern sollten, in dem sich auch Jungs entsprechend ihrer natürlichen Verhaltensmustern und Bedürfnissen optimal entwickeln und entfalten können, damit alle die gleichen Bildungschancen haben. Macht ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt mir eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Herzlich willkommen zur Tamara Show, präsentiert vom Nebelspalter.